Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer neuen eisigen Folge von The Long Dark. Zuerst einmal ein Dank an die Leute, die die letzte Folge angesehen, kommentiert oder vielleicht sogar bewertet haben. Wir haben in der letzten Folge den Rätselsee erkundet. Wir haben ein paar nette Sachen gefunden auf jeden Fall. Und am Ende der Folge haben wir sogar noch ein Geheimversteck gefunden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was machen wir heute, Freunde? Ich habe vor, mit euch auf jeden Fall zu der Seehütte zu gehen. Wo wir in der letzten Folge noch nicht rein konnten, aber wir haben einen Schlüssel gefunden. Und da würde ich gerne auf jeden Fall nochmal eben nachschauen. Und danach wollte ich mit euch fischen gehen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir gehen fischen. Ich will einfach mal gucken, wie das so funktioniert. Und ob wir da einen dicken Fang machen können. Wir sind mitten in der Vorbereitung für die nächste Aufgabe. Und da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Nahrung. Wir müssen auf jeden Fall genug mitnehmen. Denn das wird ein langer Marsch. Ich habe es ja angekündigt. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zur Seehütte. Ruhiges Wetter, keine Wölfe. Das wäre doch mal ganz hervorragend, Freunde. Hier werden wir gleich fischen gehen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir direkt die richtige Hütte finden. Müsste eigentlich die hier hinten sein. Und ich bin mir sicher, dass wir da einige gute Sachen finden werden, weil diese Hütte ist nicht umsonst abgeschlossen. So, kleiner Sprint. Jawohl. So, wir sind drin. Ein Gewehr wäre cool. Das würde ich echt gut finden. Okay, was haben wir hier? Eine Kampfhose. Will, der alte Guerillakrieger. Kondensmilch, Nähzeug. Bisschen Papier. Ein Buch. Noch mehr Bücher. Hier haben wir noch ein Kissen. Can't have too much water. 1 Liter Wasser, sehr gut. Seit dem neuen Update bin ich echt froh, immer sowas zu finden. Bisschen Schmerzmittel. I'm not sure I can carry much more. Ja, wir sind schon wieder überladen. Natürlich. Okay, hier sind noch ein paar Cracker. Kampfstiefel. Energieriegel. Wollohrenwärmer.
Sehr gut. Ein bisschen Holz. Oh, hier gibt es richtig viel. Spaß außerhalb der Saison. Ein Brief, den du in einer der Hütten auf dem Campingplatz von Rätselsee gefunden hast. Wir sollen außerhalb der Saison nicht dorthin gehen, aber in der Nähe des Rätselsees kann man ausgezeichnet jagen. Der Wächter riegelt den Park normalerweise über Winter ab. Die Hütten sind nur für den Sommer ausgelegt, also bring warme Klamotten und einen dicken Schlafsack mit. Wir brechen ein, schießen ein paar Hirsche und schaffen dann das Fleisch in ein paar Wochen mit dem Truck fort. Stan holt uns an der alten Küstenstraße ab. Wir treffen uns am XX November bei den Seehütten. Okay, Platzhalter. Komm allein und bring Bier mit. Ha! Jawohl! In der Gegend fällen sie gerade ein paar Bäume, also halte dich bedeckt. Bester Spruch. Ich kenne es eigentlich so: komm nackt und bring Bier mit. Okay. Den nehmen wir auch noch auseinander. Den direkt auch, natürlich. Ich habe eigentlich immer Hoffnung, dass wir hier hinter was finden. Okay, ist ein Regal. Hier ist sonst nichts mehr. Sehr gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Hütte. Normalerweise findet man nicht so viel. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg zu der Fischerhütte und werden mal ausprobieren, wie das mit dem Fischen funktioniert. Wolffreie Zone heute. Das gefällt mir sehr gut. So, wir legen mal einen kleinen Sprint ein. Okay, hier sind wir. Hier ist das Eisloch. Das machen wir jetzt mal mit dem Brecheisen, würde ich sagen. Okay, es dauert auch schon irgendwie so 2 Stunden gefühlt. Wir fischen erstmal, ich würde sagen, 4 Stunden. Ich hätte mir jetzt noch ein Feuer machen können, aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt Glück haben und dass in den 4 Stunden nicht gerade ein Sturm aufzieht. Aber es sollten wir auf jeden Fall überleben. Wir versuchen es einfach mal. Eine Heringsmarine. 2 Kilo, 500 Kalorien. Das ist viel für wenig Kalorien.
Okay. Okay, es lohnt sich auf jeden Fall nicht so sehr wie Rehfleisch oder Wolffleisch, aber dafür ist die Quelle unerschöpflich. Okay, und wir können immer noch sprinten, das wundert mich jetzt gerade. Jetzt wird es aber auf jeden Fall Zeit, dass wir nach Hause kommen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber um mal eben Essen zu organisieren, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Okay, Freunde, Will ist am Pumpen. Er ist schon wieder am Ende. Auf jeden Fall eine Riesendurst. Ich trinke mal gerade was. Und essen müssen wir auch bald. Okay, Kumpel, jetzt beweg dich mal bitte ein bisschen. Etwas schneller, Herr McKenzie. Ah, wir laufen schon wieder gegen den Wind. Okay, wir sind zu Hause. Und dann schauen wir doch mal, was wir mit diesen Fischen machen können, ob wir die auseinandernehmen können. Okay, wir müssen sie kochen auf jeden Fall. Das ist natürlich sehr geil. Wir haben jeden Platz jetzt belegt. Das ist auf jeden Fall gut. So, wir können wieder Sachen ablegen. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung hier. Meine Zeit im Inventar zu verbringen. Es nimmt wirklich viel Zeit in diesem Spiel in Anspruch. Leider Gottes. Den Rest mache ich auf Stream. Kurze Folge heute, Freunde. In der nächsten Folge machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg. Wohin müssen wir nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Zum Zugwartungsplatz, genau. Um in den Reparaturschuppen zu gelangen. Das werden wir in der nächsten Folge angehen. Es wird ein harter Marsch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Und ich hoffe auch, ihr freut euch auf die nächste Folge. Und ihr seid wieder mit dabei. Bis dann, Leute. Peace out.